So, wir sind dann letztes Mal in Bad Liebenstein wahrscheinlich. Das ist eigentlich nach dem eigentlichen Video entstanden. Ich schneide es aber vor das Video. Guckt euch nochmal diese super Landschaft an hier. In Bad Liebenstein ist ja auch eine Art Kurort. Hier schwimmt die ganze Zeit eine Ente wild hin und her. Die schwimmt nach links, die schwimmt nach rechts, die schwimmt nach oben, unten. Die wartet auf Nahrung. Und hier haben wir was anderes entdeckt. Da lag nämlich die ganze Zeit eine im Schatten und hat geschlafen. Da liegen noch mehr. Ich will euch ja nicht ärgern, Brüder und Schwestern. Geht nicht, nicht ins Wasser. Nein. Da ist noch eine, da kommen noch mehr. Sieht auf jeden Fall richtig genial aus hier. Da hast du gleich wieder direkt Urlaubsfeeling dabei. Drüben auch das ganze Ufer ist voll. Überall sitzen die Enten und schlafen und chillen und genießen das Wetter. Wenn ihr die Füßchen seht, wie die so im Wasser rumschwimmen, rumfliegen, rumwatscheln. Sieht auf jeden Fall genial aus. Aber wir wollen jetzt eigentlich noch was essen, was zu essen testen. Es gibt heute Burger, dazu aber jetzt mehr. So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Mein Kehlkopf ist kaputt, immer noch, aber wir sind in Bad Liebenstein und wir sind wieder hier beim Antep Grillhaus. Da seht ihr hier nochmal, Antep Grillhaus, stehen wir hier davor. Da haben wir schon mal diese Chili Pizza probiert, Chili Pizza getestet. Und ich habe was gesehen, da gab es auch Burger, die konnte ich beim letzten Mal nicht testen, die möchte ich heute testen. Hier liegt auch eine Karte, um das mal zu zeigen. Hier gibt es nämlich Chili Cheeseburger und Chili Chicken Burger. Chili Cheese habe ich ja schon überall getestet. Ich muss immer Chili Cheese nehmen, weil Chili Cheese ist das Beste. Ich habe noch nie Chili Chicken gesehen. Das ist der erste Laden, wo ich sehe, dass es Chili Chicken Burger gibt. Ich kann euch noch mal das Schild hier zeigen. Antep Grillhaus. Sieht auch eigentlich alles sehr freundlich aus, sehr gemütlich. Ist halt hier mitten an der Hauptstraße, deswegen fahren ja immer zu Autos vorbei. Es ist ziemlich laut, aber ihr habt ja an der Seite trotzdem einen Schatten, ein schattiges Plätzchen, wo ihr sitzen könnt. Da drüben ist noch was anderes. Hier sind immer sehr viele Biker unterwegs. Ihr habt dann nochmal so einen Auszug aus der Karte. Ich werde jetzt erstmal reingehen, werde mir ein Getränk holen. Wir haben die Burger nämlich schon bestellt. Pupsi möchte den Chili Cheese, ich esse den Chili Chicken. Ich werde beide aber mal zeigen, ich werde beide probieren und dann mal gucken, wer besser ist, Chicken oder normal mit Beef. Wie groß die sind vor allem und ob da auch schön viel Jalapenos drauf sind. Steht irgendwie nämlich gar nichts dabei. Da steht nur mit Tomate, Gurke, Zwiebel, Käse. Da bin ich mal gespannt, wo da das Chili herkommt. Jetzt aber erstmal Getränke holen und dann zeigen wir euch gleich die Burger. Und irgendwann ist die Stimme auch wieder zurück. So, wir wollen jetzt erstmal ein Bier nehmen, wie angekündigt. Den kennt ihr vielleicht schon, den haben wir beim letzten Mal schon gefilmt. Und zwischen den ganzen Biersorten, die ihr hier seht, habe ich eine gefunden, die mir besonders ins Auge gestochen ist. Das ist das gute Kotzelbier. Kossel, Kotzel, mit dem Ziegenbock. Guck mal, das steht hier hinten. Ihr wacht auf, greift bis hinten rein. Und hier habt ihr das gute Kurzel, Kurzel mit dem Ziegenbock. Grüße an Kästor an der Stelle, der kennt das auch noch. Das haben wir auch bei der Goldenen Meile getrunken, einmal ausgewählt. Finde ich genial, habe ich gesehen in der Tschechei, habe ich probiert. Seitdem, wenn ich das sehe, trinke ich das immer, weil das irgendwie voll stylisch ist und mir gefällt einfach der Name. So, da sind die Burger angekommen. Wir wollen das auch mal zeigen. Das ist der eine, das ist der andere. Der Unterschied dürfte jetzt nicht so groß sein, weil Chili Cheese, Chili Chicken, nur das Fleisch, dass das eine natürlich mit Beef ist, Beef für Pupsi und Chicken für den Dicken, Chicken für den Dicken, gut. Das ist wieder so Knusperpanade, wie man sieht, obendrauf auch eine Jalapeno. Ich zeige die euch jetzt mal von meiner Seite aus, wie das ausschaut. Hier oben ist auch ein Spießer drin, dass das zusammenhält. Wenn ihr das hochhebt, seht ihr schon, hier, da sind ordentlich Jalapenos drauf. Hier liegen nochmal Jalapenos, Zwiebeln, alles dabei. Das ist also der normale, das ist also der Beef. Pack mal wieder oben hin. Hier, den heben wir auch mal hoch mit Chicken. Da fällt auch alles raus. Tomaten, alles sieht frisch aus erstmal. Da ist auch ordentlich Jalapenos drauf. Also da freue ich mich schon jetzt reinzubeißen. Ich werde bei beiden jetzt die Spießer rausmachen. Bei beiden reinbeißen und dann mal gucken, was besser harmoniert. Das Hähnchen oder das normale. Pupsi, ich nehme zuerst deinen.
Kannst du den mal kurz halten? Weil hier ist sonst kein Platz. Wir tun den Spießer raus, das ist wichtig. Den kann ich für meine Kamera nehmen. Nee, ist zu klein. Nehmen den in die Hand, wie man normalerweise ja Burger isst. Und dann, wie man es eigentlich nicht macht, drehen wir falsch rum. Darf ich die eine essen? Ich tue sie mir mal hier in die Ecke schieben und beißen jetzt mal hier in das Fleisch. Schmeckt. Schmeckt frisch, schmeckt scharf, schmeckt würzig. Schmeckt nach Salat, schmeckt nach Zwiebeln, schmeckt nach allem, was da ist. Das Brot ist auch ein bisschen knusprig. Wir brauchen aber den direkten Vergleich. Tut mir leid, dass der jetzt so kaputt aussieht. Den direkten Vergleich mit dem Chicken, wo mir der Hälfte vom Burger noch am Mund hängt. Auch hier natürlich den Spießer wieder ab. Die einzelne Jalapeno genommen. Irgendwo an die Ecke geschoben, wo eh schon so viel drin ist. Gefühlt denke ich immer, dass Chicken automatisch ein bisschen trockener ist und Beef etwas saftiger. Mal gucken, ob wir das jetzt hier merken. Ja, ist auch so, wie ich es mir dachte. Das Chicken ist auf jeden Fall etwas trockener. Aber durch die Knusperpanade ist das nochmal ein Highlight, wenn du drauf beißt und das so richtig knuspert zwischendurch und nochmal diesen extra Geschmack dazu hat von der Panade, von dem zarten Chickenfleisch. Ich finde es auch richtig gut gewürzt. Mit Jalapenos wurde dann nicht gegeizt. Finde ich mega. Was ist los? Ich finde es total scharf. Pupsi findet es total scharf. Ich finde es total klasse. Ich könnte mich gar nicht entscheiden. Das Beef ist ein bisschen saftiger, ist auch präsent. Direkt beim Reinbeißen. Beim Chicken erst hast du wenig Geschmack. Dann kommt so Chicken-Nachgeschmack. Also das Chicken ist halt geschmacklich vielleicht etwas leichter. Das Beef präsenter, aber das Chicken schmeckt trotzdem gut, dann auch durch die Knusperpanade wirkt nochmal nach. Ich würde wahrscheinlich, wenn ich nochmal essen würde, mir einfach beide selber holen und beide gleichzeitig essen, weil ich finde sie beide gut, schmecken beide. Habe auch letztens da beim Panorama-Restaurant gegessen. Da wollte ich auch Chili Cheeseburger, wurde maßlos enttäuscht, denn die haben einfach was Falsches gemacht und da war das gar nicht scharf, ohne Jalapenos. Da gönne ich mir lieber diesen. Das ist jetzt meiner. Pupsi ist ihren. Pupsi findet es vielleicht ein bisschen zu scharf. Für mich genau richtig. Und wenn ihr mal in der Nähe seid, guckt mal rein hier beim Antep Grillhaus. Da gibt es noch andere Sachen, die ihr gerne testen könnt. Auch gute Schnitzel, alles dabei. Und natürlich das gute Quurzelbier. Das lasse ich mir jetzt schmecken. Den Burger lasse ich mir schmecken. Finde ich mega stark. Brauchst sogar keine Pommes dazu oder so weiter. Einfach mal zwischendurch so einen Burger gezogen und dann passt das. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Oh, hier sind wir zu viel wieder drin. Komm, wir beißen noch mal rein hier. Kannst du das nochmal sagen, was du gerade gesagt hast? Was? Wo du dir im Auge rumgewischt hast und geweint hast? Ich habe gesagt, das ist der schärfste Burger, den ich je gegessen habe. Ja, Pupsi sagt einfach, sie hat noch nie so einen scharfen Burger gegessen, sitzt da, ist total fertig mit der Welt. Und ich sag, wenn du Chili Cheese nimmst, dann muss der scharf sein, sonst kannst du auch einen Cheeseburger bestellen. Aber das ist das Problem, was ihr fast überall habt. Die Leute machen Cheeseburger als Cheeseburger und dann legen sie eine Jalapeno drauf und sagen, jetzt ist Chili Cheese. Aber die sind nicht scharf. Hier habt ihr das Gute, das hat er mir eben nochmal gesagt drin, die haben ja auch scharfe Soße. Und extra bei dem Chili Cheese sind da nicht nur haufenweise Jalapenos drauf, da ist auch extra scharfe Soße drauf. Und deswegen ist er so würzig, deswegen ist er so scharf. Pupsi findet es so scharf, sie mag ihn nicht mal mehr essen. Das heißt, ich kann jetzt Pupsis Burger noch essen. Jetzt habe ich also den Chicken, also den Chili Chicken und auch den Chili Cheese für mich, weil die so schön scharf sind. Finde ich genial. Deshalb von meiner Seite aus Daumen hoch. Wenn ihr Chili Cheese Burger mal essen wollt, geht mal hierher an Antep Grillhaus. Aber finde ich auch. Also soll jetzt nicht lecker, ja, lecker. Ja, es ist scharf halt. Aber es war lecker. Ich muss auch sagen,
ist eine super Portion. Es ist nicht zu viel, es ist nicht zu wenig. Es ist nicht so ein Riesenteil, wo du dann immer alles übrig lassen musst und dich voll reinstopfst. Es ist nicht nur so eine kleine Hand, wie du es woanders kriegst bei normalen Burgern. Es ist trotzdem ein schöner Burger mit einer ordentlichen Größe, den du essen kannst, der gut reingeht. Du danach nicht gestopft bist, aber auch nicht nochmal unbedingt extrem Hunger hast. Also Daumen hoch an Antep Grillhaus an dieser Stelle. Mir hat es geschmeckt, Pupsi auch. Aber jetzt ist es halt zu scharf. Da freue ich mich. Vor allem, wenn man heißen Latte Macchiato dazu trinkt. Ihr wisst alle, heiß, Hitze, die Rezeptoren, Toren, Schärfe, also ja, muss man nichts mehr sagen. Das war's von meiner Seite aus. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Guck mal, da liegen sie, die Hühnerschräger. Da ist immer noch so viel Jalapeno mit drauf. Und das Rote ist die Soße. Kurzel.